Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es auf unserer Seite kündigungen-anwalt.de, unserer Spezialseite zum Thema Kündigung und Abfindung, um die spannende Frage, wann die Bundesagentur für Arbeit eigentlich eine Sperrzeit verhängt, wenn man eine Abfindung bekommt. Zunächst einmal ist es so, dass die Bundesagentur für Arbeit Sperrzeiten nicht generell verhängen kann, nur weil jemand einen Aufhebungsvertrag schließt oder sich in einem Vergleich vor Gericht einigt mit dem Arbeitgeber. Sperrzeit behaftet, ganz vereinfacht gesagt, ist alles das, alle die Handlungen des Arbeitnehmers, mit denen er mitwirkt an der Herbeiführung der Arbeitslosigkeit. Denn das ist quasi eine Versicherung. Und wer jetzt mutwillig einen Schaden herbeiführt, der wird bestraft. Und das ist die Sperrzeit. Die Sperrzeit kann bedeuten, dass man 3 Monate lang kein Arbeitslosengeld bekommt und dass der Gesamtleistungszeitraum sich um ein Viertel kürzt. Wer jetzt nur ein Jahr Arbeitslosengeldanspruch hat, da macht sich das dann nicht so groß bemerkbar. Aber wer jetzt noch einen längeren Arbeitslosengeldanspruch hat, der bekommt dann auch noch mal am Ende gekürzt, dass man also insgesamt ein Viertel weniger hat. Das ist ganz wichtig bei der Sperrzeit zu beachten. Aber wann gibt es denn nun eine Sperrzeit? Eine Sperrzeit gibt es, wenn man an der Kündigung, an der Beendigung mitgewirkt hat, ohne einen Grund zu haben. Das ist alles recht schwammig, deswegen muss man da vorsichtig sein. Ich würde mal umgekehrt sagen und die Frage zunächst beantworten, wann gibt es eigentlich keine Sperrzeit? Welche Verhaltensweisen sind sperrzeitsicher? Ganz einfach, alles das, was durch einen gerichtlichen Vergleich festgestellt wird. Wenn der Arbeitnehmer eine Kündigung bekommt, Kündigungsschutzklage einreicht und dann vor Gericht ein Vergleich geschlossen wird, egal wie hoch die Abfindung ist, hier wird keine Sperrzeit verhängt. Warum nicht? Weil es ein Rundschreiben an die einzelnen Arbeitsagenturen gibt, in dem diese ausdrücklich angewiesen sind, in Fällen gerichtlicher Vergleiche keine Sperrzeit zu verhängen. Insofern sind alle anderen Verfahren, alle außergerichtlichen Einigungen, was immer Sie da lesen, Abwicklungsvereinbarungen, Aufhebungsvereinbarungen, was auch immer, ist nicht sperrzeitsicher. Da bleibt immer ein Restrisiko, deswegen predige ich auch schon seit 18 Jahren, bitte, egal wie einig man sich ist, bitte immer Kündigung, Kündigungsschutzklage und das Ganze vor Gericht protokollieren. Es bedarf keines Gerichtstermins. Man kann das im schriftlichen Verfahren machen, aber man sollte es nicht außergerichtlich machen, einzige Ausnahme vielleicht aus Arbeitnehmersicht, wenn der Arbeitgeber einem zusichert, dass er die Nachteile für die Sperrzeit, eventuelle Sperrzeit übernimmt. Das sollte dann aber auch ganz genau im Vertrag geregelt werden. Alle anderen Modelle sind jedenfalls nicht absolut sicher und ich zumindest als Anwalt rate meinen Mandanten immer den sichersten Weg, denn es ist doch zu ärgerlich, wenn man etwas heraushandelt und nachher einen Großteil des finanziellen Vorteils, den man durch die Abfindung bekommen soll, dadurch verloren geht, weil man eben ungeschickt agiert hat. Das ist schlichtweg dumm. Ja, soweit. Das ist das Sperrzeitproblem. Sie können da noch mehr nachlesen und Sie können auch unsere Hotline nutzen im Falle einer Kündigung, wo wir Sie unverbindlich und kostenlos zunächst beraten, welche Möglichkeiten Sie haben, gegen die Kündigung vorzugehen. Das geht ja immer letztlich darum, entweder den Job zu sichern, aber in den allermeisten Fällen doch eine möglichst hohe Abfindung zu erzielen für den Verlust des Arbeitsplatzes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss.